Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 5. November. Jenna ist der Marc, ich bin der Sascha, ist ja egal. Hallo. Ja, 5. November, da haben wir auch ein Geburtstagskind, ein ganz bekanntes. Ja. Da haben wir den Christoph Metzelder. Christoph Metzelder. Ja, Fußballspieler, Fußballtrainer, der unter anderem mit Borussia Dortmund deutscher Meister mit dem FC Schalke DFB-Pokalsieger wurde. Ja. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von uns. Happy Birthday, happy Birthday, happy Birthday to you, happy Birthday, happy Birthday, happy Birthday to you. Genau. Am 5. November 2006 wurde Saddam Hussein, früherer Diktator des Iraks, auch vor dem Sondertribunal zum Tode durch den Strang verurteilt. Das, da haben die ja so eine riesen Nummer draus gemacht damals und dann... Ich weiß das auch noch. Ja, also da war die Verurteilung auf jeden Fall, ja, an dem Tag. Ja. 2006, 5. November. Aber am 5. November war noch was. Was ist noch am 5. November? Ja, jetzt gehen wir ziemlich weit zurück in der Zeit. Oh ja. 1895 war die Uraufführung der Tondichtung Till Eulenspiegels Lustige Streiche. So, Till Eulenspiegel. Ja, genau. Von Richard Strauss. In Köln. Und hinter uns haben wir auch mal ein Plakat dazu. Ja. Till Eulenspiegel kennt ja Till jeder. Till Eulenspiegel. Mehr oder weniger. Naja, jedenfalls Till Eulenspiegel war, ist da am 5. November uraufgeführt worden. Ja. Ja. Und am 5. November auch uraufgeführt worden, in Deutschland jedenfalls, oh, ist ja. Spectre. Spectre. Ja, Spectre, der James-Bond-Film, den ich persönlich nicht so toll finde. Aber ich habe ihn gerne geguckt wegen Daniel Craig. Haben wir ja schon mal erzählt, aber... Er ist schon, also er ist schon eine coole Socke. Man muss mal gucken, guck mal, Anzüge stehen ihm ausgezeichnet. Also, ja, das ist schon wirklich, also. Ja. Du bist, ist schon bist, cooler du bist Typ. Nicht so ein Anzugträger? Doch, doch, doch. Während meinen Shows trage ich natürlich immer Anzug. Ach, stimmt, genau. Während deinen Shows hast du ja, ja, bist du ja gar nicht so immer leger unterwegs. Nee, nee, nee. Da sieht man das Tattoo auch gar nicht. Nee, das sieht man nicht. Es geht voll weit, habe ich gesehen. Ja. Mal, heb mal den Ärmel so ein bisschen hoch. Ja, mach mal. Den anderen. Doch, den Ärmel. So ein bisschen hochziehen. Oh, guck mal. Oh! Der Marc, du! Du Marc Jugendsünden! Ist ja, ist ja, oh, was, das ist ja ein Typ, du. Ja, das war der 5. Oktober. Am 6. Oktober, am 6. Oktober ist wieder Daily-Tag. Ja. Morgen wieder reinschalten. Viel Spaß morgen. Bis dahin sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.